Wario. So Leute, weiter geht es mit einer weiteren Episode von Let's Play Wario World und ich habe immer noch einen Stalker dabei. Ich weiß aber nicht, wer es sein könnte. So, ja, das war ja problemlos, hier hochzukommen. Das war ja sehr schwer, also. Ja. That was difficult, wasn't it? Und wieder hinaus. Ich kann nichts Schwieriges ausdenken. Hinaus aus dem warmen Stüble ins kalte Stüble. So, in diese großen kalte Stüble, ne? Ja. Das hat Lucy dahingestellt. Sowieso, ich hack mich in jedes Spiel rein und stelle irgendwelche ziemlich willkürlichen Sachen hin. Boah, ja. Was ist das? Das ist so ein Emo-Dino gewesen. Das ist jetzt halt hier Emo-Eismann. Oh. Das ist so ein Pokémon, ein bisschen verstellt. Guck hier, Wario ist total auf Steroiden. Ich weiß nicht, was er schluckt, aber er nimmt zu viel davon. Ja, ich will's auch haben. Bist du dir sicher? Weil immerhin inhaliert er ja die ganze Zeit Münzen. Ja, das ist ja wenigstens eine eigene Bank oder so. Ich brauche einen Kredit. Ach, ich nehme einfach was auf meinen Bauch. So, jetzt muss ich gucken, ob es hier irgendwo oben noch eine... Nein, hier gibt es keine Münze mehr. Quatsch, keine Truhe mehr. Dann machen wir jetzt einen Abgang. Yay. Oh. Jetzt. Eine Arena. Ja, eine Arena. Das ist dramatic. Drama, Baby, Drama. Echt mal. Du hast so eine. Du hast so eine zerstörerische Aura, die dich umgeht. Ich wollte meinen, du wirst schnell. Unglaublich, ey. Du kommst auf der Bühne und du haust einfach den Schneemänner. Ich glaube, es wird scheiße. Ich hab keine Ahnung. Das ist sonst auch wieder so, ne? Ja, genau. Opa. Jetzt wollen sie es aber wissen. Nicht mal. Do a barrel war. Haben sie die perversen Menschen ausgepackt, hier. Die perversen schwarzen Katzen. Eisbär. Ja, Eisbär, genau. Nein, 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 guck mal. Oh, what the fuck. Ja, warte. Alter, die Zeit ist gleich abgelaufen von dem Kampfring. Ich mach euch alle kaputt. Because everybody was Wario fighting. Ach nein, da unten geht's nur in Einhornsbau, da will ich jetzt nicht schon wieder rein. Wieso nicht? Guck mal, diese Eiszapfen haben auch einen Vorteil, pass auf. So, aha. Siehst du? Nachdenken, ey. Krass. Ja. Was soll? Miyamoto, was ist alles ausgedacht? Ne, der Miyamoto war nur wieder zu, wie nur was. Ne, sowieso, er ist die ganze Zeit so. Wie denkst du, wie er sich Mario ausgedacht hat? Mushrooms und so. Ne, ich weiß, ein Pilz, da bin ich total super stark und so. Star Mode for the win. Ja, many puppies were killed. Shit, was mit dem. Apropos, ich hab fast meinen Hund überfahren mit einer Linksstudie. Oh. So, ich wollte ja mal gucken, ob es hier unten noch was gibt. Da gab es nichts, aber hier muss ich jetzt wieder hoch. Okay, achso, wegen dieser Dingens da. Ich brauche jetzt nur einen Gegner hier. Yep. Enemy Shield analyzed! So, gehen wir mal wieder zurück ein Stück. Slippy. Bon Slippy. Das Running Gag hier. Ja. Ah. Do a Wario Roll. Du weißt ja, was das heißt. Diese Dachluken, die sind viel bekloppter als die Bodenluken. Jo. Ah! Diese ganzen Welten, wo total scheiße aussieht und es überall kein Boden ist und so. What? Was muss denn da? Achso, muss die verstellen. Die muss ich alle aktivieren. So, damit sie springen. Ah, okay, steh. Ich sag doch Miyamoto, der hat ganz schön was zu sich genommen. Ja. Naja, aber immerhin, Siehst mal so, ohne ihn hätten wir viele arschgeile Spiele nicht. So wie Wario World. Ja, das stimmt. Das stimmt. Hätten wir auch nicht, oder die Mario-Spiele halt. Das so. Wäre noch ziemlich langweilig, wären sie nicht so toll. Also. Ja. Okay, das habe ich diesmal mit einem Aufwasch geschafft. Ja, das ist die Aura der schwarzen Katze, ne? Die hilft. Ja. Die ist besser als die Reunion-Aura, die bringt mir nur Unglück. Die ist dich auch nicht so sehr, ne? Jetzt geht er mal
kaputt, ihr Mistviecher. The balls are a nerd. So. Ja, nee, what? Hilfe! Ich dachte, das war gerade irgendwie so ein komischer Glitch in Skype und so. Skype ist buggy. Natürlich ist es buggy. So, jetzt kommt die bescheuerten Gegner eigentlich. Das hier zum Beispiel, guck mal. Lol. Das ist nicht, ne? Ja, da drunter ist einer, der trägt den Eiszapf. Der trägt diese. Ah. Ich zeig dir auch gleich, wie der aussieht. Lol, lass mich los. Guck mal, das war eine Schildkröte. Was? Jolen Cooper ist back. Da kommt noch was Bescheuerteres gleich. Nein! Yay, darauf habe ich schon gewartet, ey. Nein, ich hasse es. Nein, auch meine Münzen. Auch Münzen. Nein. Du lachst dich darüber kaputt, dass ich bei Eidos Bau lande, ja? Ja. Schäm dich. Nein, nein. Tut mir leid. Nein, Münzen. Nein, nein, meine Münzen. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Die Kisten sind aber auch ziemlich fies, dass da immer bis am Ende diese Feder drin ist, ne? Oh, ja. Toll, jetzt bin ich wieder hier hinten gelandet. Also, ich muss nicht so weit laufen. Ah, ja, das ist nicht so schlimm, Mann. Toll. So, du kommst jetzt mit, mein Freundchen. Das Schildkröte auf Evil. Cooper auf Doom. So, und du kommst auch mit? Wahl. Hurray! Yay, noch eine Bodenluke. Dachluke. Bodenluke, die mit den Dachluken sind die mit den zu viel Nintendo-Logik. Ach, nee, da bin ich immer runtergefallen, als ich das gespielt habe. Hatte war irgendwie die Erdanziehungskraft? Ja, ich wollte erstmal eine gescheite Kamera einstellen. Ah, okay. Ach, diesmal nehme ich die Münzen mit. Ist ja auch nicht so schwer diesmal. Nee, die schwere Part, der kommt jetzt eh gleich, wo ich immer runterfall. So. Screw you guys. I'm going home. Lauf! Lauf, Festtag, lauf! Lauf! So, noch so ein schwuler Kobold. Ist mir egal, was er sagt. Ich habe ja gesagt, ich überspringe die Tipps, weil er erklärt eigentlich nur, wie das Spiel läuft. Und ist halt ratsam, wenn man das zum ersten Mal gespielt hat. Aber ihr habt ja mich, Kinders. Ja, du hast es drauf, ey. Alter, ich bin der Bringer, ey, weißt du. So, an den Schalter hinten kommen wir nur, wenn ich jetzt im richtigen Winkel werfe. Oha. Ist mir aber eben geglückt, wie du sehen kannst. Ja, das ist praktisch ein Physiker dadurch. Ah, okay, der kam nicht. Okay, dann ist das eine andere Truhe. Ah ja, das Grün da ist dunkler als das da oben. Stimmt, den kann. Ein schönerer Grünton. Mhm. Ich find's immer so geil, wenn der jemand wirft und dann sagt er, get out of here. Get out of here, it's my game, it's a Wario game. Yay, no Koopas allowed. Ah, da muss ich hin. Wo sind ja keine Koopas. Ah. Oh, das ist Aha! Logic! No, really. Na, nicht wirklich, nee. I did it for the lulz. So, jetzt muss ich mal gucken. Ja, hier war der Weg. Ich dachte schon, ich muss weit springen. Achso, nee, bei der Bodenluke war das fast ja schon. Ja, aber da geht's nochmal runter. Da werde ich jetzt auch gleich noch runtergehen müssen. Achso. Aha. Was ist das? Da können wir gerne nachgucken. Ups, warte. Ein Banjo, oder? Nee, achso, das sind ja keine Instrumente mehr. Glaskaraffe. Yeah. Nee, jetzt kommen wir an das Geschirr ran, erstmal. Nein! Oh. Do a Wario Roll. Can't let you do that. Ey, verdammt. Sag mal, Leute, habt ihr einen Schatten? Sucht euch ein Hobby. Ehrlich, war das. Mal. Oder sucht euch ein Hotelzimmer. Bei Hotel Mario, ne? Ja, genau. If you need instructions on how to get through the hotels, check out the enclosed instruction book. Guck mal, da habe ich jetzt nicht als erstes angefangen zu suchen, weil da habe ich davor angefangen zu suchen. Guck, ich bin wieder hier gelandet. Was soll denn der Käse? Echt mal. So eine Scheiße. So ein Scheiße, Alter. Ich mach das Spiel kaputt.
Lass mal hacken. Nein, verwegt! Komm jetzt schon, ich weiß was, jetzt reicht's mir, ich geh dann von einer anderen Stelle dahin. Shoulder Tackle Time. Aha. Bodycheck. Bodycheck. Do a bodycheck. Yeah, do the Wario Dance. So, komm mit, du blöde. Ich faile hier 2-3 Mal an derselben Stelle, das ist ja nicht mehr feierlich. Das ist ein Déjà-vu-Effekt, ne? Ja. Ja, das ist mir schon mal passiert. Das ist mir auch passiert, als ich es richtig durchgespielt habe. So Leute, ich muss hier unterbrechen, seht euch in der nächsten Episode. Bis gleich.